über Zahlen, also über Umsätze wie Großsee, Klusis und so weiter. Ich finde, über Geld reden ist ekelhaft. Ich mag nicht über Geld reden. Ich zeige euch gerne das Lager. Ich kann euch gerne die Fabrik zeigen, das mache ich ja alles. Ich zeige euch gerne, dass wir auf der Paperwall 150 Mitarbeiter haben. Damit könnt ihr euch das ausmalen. Aber ich hasse Geld zeigen. Ich hasse das wie die Pest. Ich hasse über Geld reden. Ich hasse es, über Geld zu reden. Ich hasse das. Ich hasse die Menschen, die das tun. Jetzt nicht alle Menschen. Ich hasse jetzt nicht den Menschen, aber ich hasse, wenn ich das sehe. Ich will damit nichts zu tun haben. Für mich ist das nichts. Ich lebe für dieses Logo. Ich will, dass das ein Imperium wird und so groß wie möglich. Und wenn ich dabei drauf gehe, aber es geht mir nie um mein Privat. Ich mag kein Gucci, ich mag kein Louis Vuitton, ich mag diese Sachen nicht. Ich respektiere, wenn das andere mögen, ist auch okay. Aber das ist halt nicht. Guck mal Review Meter nachher. Ja, Review Meter ist ein bisschen falsch, aber ja. Ich mag das mit diesem Protzen und Zeigen nicht. Und ich mag Menschen nicht, die auf Geld Wert legen. Ich mag auch Menschen nicht, die über Ego, über andere Sachen stellen. Ich mag Menschen nicht, die alles für Geld tun. Ich mag Menschen nicht. Das ist so. Der einzige Traum, den ich daneben hätte, noch sehr plus groß zu machen, wäre, gar nichts mehr zu tun und nichts mehr mit Geld zu tun zu haben. Ich hasse Geld. Ich hasse die Währung Geld. Ich hasse, hasse Geld. So krank ist ein Geld ist für mich nur ein Monopoly-Material, was ich brauche, um Sektlos groß zu machen. Privat, ich will am liebsten auf einer einsamen Insel wohnen und mit gar keinem was zu tun haben. Es ist für mich, ist mit Menschen klarzukommen, ne? Mit menschlichen Wesen noch klarzukommen. Nur noch, Alpha nur zwischen, ja sowas, Alpha, Nike ist okay, aber alles drüber feiere ich nicht. Das sind so für mich normale Sachen, das hat einen normalen Preis, das steht mir, das ist für mich okay, ich finde Nike-Schuhe, aber auch das ist schon Luxus. Für mich ist das Luxus, ich schwöre, ich bin mit 18 Trunktipp rumgelaufen wie ein Penner und das ist für mich Luxus, dass ich mir Schuhe kaufen kann, ein NASA-Pulli oder so Alpha-Pulli, das gefällt mir auch so, aber ich mag halt nicht so ganz überteuerte Sachen und für mich ist Geld eine Währung, die ich benutzen muss, um Seklus groß zu machen und Leute zu füttern, aber ich hasse Geld wie die Pest, ich schwöre, ich hasse Geld. Ich würde, ich sage es euch das nochmal, Sek Plus auch nicht nochmal gründen, aber ich bin schon zu tief drin. Weil wenn ich nochmal könnte, ich würde was machen ohne Geld. Ich habe so viel Freunde verloren, ich habe so viel Scheiße gesehen in den 3 Jahren, in den 7 Jahren, ich habe so viel Kacke gesehen, dass ich einfach keinen Bock mehr habe auf Geld. Ich für mich ist Leben mit Menschen, ich mag jeden Menschen, ich probiere immer korrekt zu bleiben, aber es ist nur noch ein Arrangieren damit, dass ich Empathie habe, dass jeder ein Ego hat, dass jeder geldgeil ist, dass jeder, ich blende das einfach aus. Also guck mal, obwohl ich viele Menschen in meinem Umfeld immer noch habe, denen Geld so wichtig ist, denen ihr Ego so wichtig ist, denen alles so wichtig ist, das ist für mich nur noch Empathie, weil ich werde zu jedem korrekt sein. Ich werde immer trotzdem jeden korrekt behandeln und jeden wie ein Mensch behandeln. Ich sehe immer nur die menschliche Seite an ihm. Ich urteile nicht. Aber eigentlich nervt es mich, dass die ganzen Menschen, dass ihnen Geld so wichtig ist, ihr Ego, die Leute keine Teamplayer sind, die Leute ihr Ego immer über das Gesamte stellen. Ich schwöre, das ist so. Beste Beispiel, vor 10 Jahren habe ich gesagt, ich würde für jeden meiner Freunde in den Knast gehen oder sterben. Heute würde ich das noch für 2-3 Menschen machen, aber nur aus dem Grund, da ich bereit war, das für so viele zu tun und kein Schwein für mich. Ich schwöre, wie massiv rappt, ich habe tausende von Brüdern, aber keine echten Freunde. Aber nicht von meiner Seite aus, sondern ich gehe schon davon aus, dass die Menschen einen Nutzen von mir haben wollen. Aber ich sehe drüber hinweg, ist mir egal, ich chill dann trotzdem mit den Menschen, weil ich mich weiter korrekt verhalten möchte. Aber könnte ich alles ändern, ne? Ich bin schon zu tief in Sektlos drin. Das war mein Lebenswerk. Und erst danach habe ich gemerkt, vielen Leuten geht es nur ums Geld. Deswegen kann ich nicht mehr zurück. Ich kann ja nicht mehr zurück. Weil ich habe jetzt Verantwortung für 150 Menschen, die essen durch mich. Oder sagen wir 50. Das sind ja nicht alle, die auf der Paperroll sind. 50 Menschen. Das heißt also, ich mache das noch für das große Ganze. Mein Lebenswerk Sektlos ist schon lange vorbei. Das habe ich schon lange gebaut. Spätestens, wenn diese Fabrik fertig ist, ist das zu Ende gebaut. Dann kannst du von mir, das kannst du mich erschießen und ich bin glücklich. Ich kann tot umfallen, ich habe alles erreicht. Jetzt, momentan, kämpfe ich noch für die Leute bei Sektlos und für die Menschen, die dadurch ihr Brot haben. Und so, ich hoffe, dass jeder sein Brot dadurch hat. Ich werde weiter zu jedem Menschen korrekt sein. Ich werde weiter an jedem Menschen einen Freund versuchen zu finden. Aber ich habe mich damit abgefunden, dass die Menschen zu 98% gucken nur nach Geld, haben keine Loyalität, haben keine Werte, haben ein riesen Ego, stellen ihr Ego über das Gesamte,
nutzen meine Gutmütigkeit aus oder die Gutmütigkeit von anderen Leuten. So ist die Welt. Aber ich habe mich damit abgefunden. Ich habe mich einfach, ich liebe einfach deswegen Hunde. Meine einzige aufrichtige Liebe gilt noch Tieren. Und deswegen auch eben die Frage, würdest du Sekt Plus verkaufen? Ich würde Sekt Plus niemals verkaufen, aus zwei Gründen. Ich werde diese Menschen da, die ich jetzt aufgebaut habe, keinem Investor überlassen. Und ich will mein Lebenswerk behalten. Aber von meinem Herzen aus, ne, wäre es mir am liebsten, ich müsste kein Business mehr machen, ich könnte aus dieser Geschäftswelt raus, ich könnte was mit Tieren machen, ich könnte mich um gemeinnützige Sachen kümmern, das wäre mein Traum. Aber ich bin zu tief in dieser Scheiße drin. Ich bin zu tief drin. Und deswegen führe ich einen Krieg gegen alle, die Eiweiß strecken, einen Krieg gegen jeden, der bescheißt. Und das ist mein Lebenswerk halt. Das ist halt zu meinem Leben geworden. Guck mal, Leute, ich mag auch nicht Krieg haben eigentlich, aber ich habe mich dran gewöhnt. Ich habe mich dran gewöhnt, mich zu streiten, aufzuklären, Klagen zu kriegen. Hier so eine Scheiße, das wünscht mir noch keinem Menschen. Das ist mein Alltag. Hier liegt noch eine Klage. Das ist halt mein Alltag geworden, Leute. Das ist das Opfer, was ich bringen musste, um mein Lebenswerk zu bauen. Das ist halt jetzt das Opfer. Und jetzt habe ich das Opfer schon gebracht, jetzt ziehe ich auch durch. Aber an sich, ich hasse Menschen, ich hasse Geld, ich hasse Menschen, die nur nach Macht streben, ich hasse Menschen, die andere unterdrücken. Es ist so wie mit der Regierung. Aber ich mache keine Videos gegen die Regierung, ich kann eh nichts ändern. Aber ich hasse es, dass Menschen unterdrückt werden, ich hasse es, dass Völker unterdrückt werden, ich hasse Rassismus wie die Pest, ihr müsst mich sehen, ich bin wie ein kapitalistischer Punker. Ich wäre gern noch Punker, aber ich bin leider schon im Kapitalismus drin. Ich bin schon im Kapitalismus und ich versuche in diesem kapitalistischen System irgendwie kein ekelhafter Kapitalist zu sein. Ich versuche meine Mitarbeiter korrekt zu behandeln, versuche meine Partner korrekt zu behandeln. Wenn Leute streiten, versuche ich zu schlichten. Wenn einer meine Hilfe braucht, biete ich meine Hilfe an. Und sogar, obwohl ich tausendmal... Produziert ihr bald selber den Apfel? Wir produzieren schon länger selber und bauen gerade eine neue Fabrik und die werden wir euch auch zeigen. Und wenn Menschen mich eine Million Mal enttäuschen noch eine Million Mal enttäuschen, ich werde trotzdem ein guter Mensch bleiben, weil ich bin nicht ein guter Mensch. Wenn ihr euch fragt, wie kann der Menschen hassen und trotzdem gut sein? Ich mache das für mich und damit, wenn ich irgendwann die Erde gelassen werde, mit gutem Gewissen sterbe. Und wenn mich einer verrät, verrate ich den trotzdem nicht. Und wenn alte Freunde, die nicht mit mir einen Weg laufen, sich mit meinen Feinden vertragen, vertrage ich mich trotzdem nicht mit ihren Feinden. Weil ich werde niemals in meinem Leben ein Hund werden, nur weil andere Menschen Hunde sind. Ich werde niemals im Leben ein Hund, nur weil viele Menschen Hunde sind. Und ich werde niemals im Leben, weil das war die Ausgangsfrage, über Geld reden, euch Geld zeigen, Spenden posten, über Umsätze reden. Ich werde immer nur maximal den Erfolg von Sekt Plus in einer Expo zeigen, in einer Fabrik zeigen oder im Lager zeigen. Ich werde niemals auch nur einen Cent in die Kamera halten. Das ist nichts für mich.